Viele von euch wissen, dass ich ab jetzt wieder jeden Tag Videos mache. Und dann dachte ich mir, mache ich mal ein Video über das top aktuelle Thema: Apoet war im Knast. Du Idiot, das ist nicht mehr aktuell. Wie das nicht mehr aktuell? Das schon wieder out? Ach so. Ja, Leute, ich brauche halt immer ein bisschen länger, wenn ihr versteht, was ich meine. Nein, wir verstehen nicht, was du meinst. Oh, schade. Ich weiß nur, das Thema ist schon wieder ein bisschen älter, aber ich greife es nochmal auf, denn es gibt so ein paar Unklarheiten, die man so mal erklären sollte. Ich mach's mal ganz kurz. Ein YouTuber war im Knast. Wieso? Apoet hat einen Termin zum Gerichtstermin. Wow. Verpasst. Und musste deshalb zwei Wochen in Untersuchungshaft. Jetzt hab ich's. Also das Problem war, Apoet seine Videos immer weniger und weniger und weniger Views bekommen. Was muss ein Apoet also erreichen, damit die Leute wieder über ihn reden? Klar, er muss irgendwie wieder zum Hype kommen. Aber warte mal, es wäre doch krass, wenn ein YouTuber in den Knast kommt, oder? Das wäre doch voll das Hype-Thema, oder? Hat Apoet wirklich seinen Termin vergessen? Hat Apoet also wirklich seinen Gerichtstermin vergessen oder war es alles nur ein Promo-Move? Boah, das kriegen wir nochmal dramatisch hin. Oder war es alles nur ein Promo-Move? Boah, dramatisch. Das nehmen wir, Harry. Gehen wir mal mit der Zeit zurück. Apoet ist jetzt also im Knast. Was macht ein Apoet zwei Wochen so alleine im Knast? Natürlich, er geht seinem größten Hobby nach. Call of Duty. Nee, das war vor zwei Jahren. Was hat er dann gemacht? Ja, genau. Er geht seinem größten Hobby nach. Er wird Modedesigner. Er geht seinem größten Hobby nach der Musik. Als er aus dem Knast gekommen ist, diese harten zwei Wochen, hat er erstmal ein Video gemacht, so, ey, es war so hart da drinnen. Das hat mich verändert. Diese harten Zeiten, die haben mich geprägt. Oh Mann. Auf jeden Fall hat er erzählt, dass er in dem Knast Musik gemacht hat. Er hat Songs geschrieben. 7 Stück in 2 Wochen, das bedeutet, er hat einen Song alle 2 Tage geschrieben. Das spricht auf jeden Fall nur von Chart-Hits. Alle, die sind bestimmt richtig cool alle. Brad Buddy, richtig cool. Aber was hat er mit den 7 Songs vor, frage ich. Oh, warte mal, 7 Songs? Plus er hat mir vorher, damals, als wir noch cool waren, erzählt, dass er noch mehr Songs hatte. Macht er etwa ein Album? Jemand muss ihn aufhalten! Apoet macht ein Album? Nein. Jemand muss ihn auf jeden Fall aufhalten. Jemand muss, bevor er das Album droppt, muss jemand einen Diss-Track gegen ihn machen. Ja, jemand muss einen Diss-Track gegen Apoet machen, der ihn auseinandernimmt, der alle seine Geheimnisse einfach mal öffentlich darlegt und einfach seine Karriere zerstört. Jemand muss Apoet dissen. Oh, warte mal, ihr denkt ich? Nein, ich nicht. Nein. Oder? Nein. Ich doch nicht, oder? Oder? Nein, nee, Spaß beiseite. Ich kann doch nicht. Wir waren mal cool. Ich auch, oder? Nein, das kann ich nicht machen. Der Witz ist jetzt vorbei. Ich kann nicht noch so ein Oder reinbringen. Oder? Warte mal, Leute. Vielleicht mache ich doch einen Diss-Track, der seine Karriere mal auf Glatteis legen würde, denn wir waren gut und ich erkenne viele Geheimnisse. Aber das natürlich nur bei 100.000 Likes mache ich einen Diss-Track gegen Apoet, der alles auseinandernehmen wird. 100.000 Likes, ich weiß, das ist schwer zu erreichen. Das war mal einfacher, aber das Leben ist halt schwerer geworden. Wisst ihr, ich meine, Zeiten ändern sich. Wenn man halt 2 Wochen im Knast war, ist das Leben halt viel härter danach. Aber wenn er ein Album droppt, ne? Wenn wirklich tatsächlich alles nur ein Promo-Move war und er ein Album droppt, frage ich mich, was wäre denn sein Albumtitel so, nachdem er jetzt diese 2 Wochen harte Knast hinter sich gebracht hat? Und das hat ihn natürlich verändert. Willkommen bei Apoets Albumtitel. Apoet. Apoet und die Seifenoper. Oh, vielleicht, ich hoffe, ihr versteht den Witz wegen Seife, Knast, nein, auch so, oder? Apoet mit seinem neuen Album Knastleben. Wie mich der Knast geprägt hat. 2 Wochen. Wow. Ey, Apoet. Jedes Album braucht auch Features. Ich habe auf jeden Fall ein krasses Feature für dich, was du auf jeden Fall, also nicht ich, sondern du wirst auf jeden Fall diesen Rapper feiern. Es ist Leon Mascher. Der würde top auf deine Songs passen. Mach doch mal so ein Feature. Das wird bestimmt...
Das wird bestimmt richtig gefeiert. Was denkt ihr, wie würde sein Albumtitel heißen? Schreibt mal einen lustigen Albumtitel in die Kommentare. Ich werde eure Kommentare alle lesen und wenn da ein lustiges dabei ist, einer von euch da draußen, der einen geilen Kommentar schreibt, jetzt hier unten kriegt einen 50 Euro Amazon-Gutschein. Einfach mal so. Aber Wet, eine kleine Sache an dich. Wir haben noch ein paar Sachen zu klären. Jetzt Spaß beiseite, wir haben noch ein paar Sachen zu klären. Also du hast meine Nummer, ruf mich gerne an. Aber Bruder, bitte, bitte, bitte. Ich weiß jetzt, du warst im Knast und so, jetzt bist du ein richtiger Gangster, nicht so krass wie davor. Bitte, bitte, bitte nimm das Video nicht so hart und bitte erschieß mich nicht.